Präsident und der Präsident vom Modellfluggruppe Willisau, Reto Marbach. Reto, wie bringt man das zustande, eine dreitägige Flugschau zu machen zu Willisau? Lieber Peter, eine dreitägige Flugschau ist nicht so einfach zu organisieren. Das wäre für uns als Verein fast nicht machbar mit knapp 70 Mitgliedern. Also wir sind hier angewiesen auf fremde Hilfe. Wir haben zwei Guckenmusiker, die bei uns im Einsatz sind. Das ist die Enzi-Schrenze von Hergesil, uns dort tatkräftig unterstützt, und Letzfetz. Das sind einmal zwei Partner, die uns sehr stark unterstützen. Nebst dem, dass noch sehr, sehr viele freiwillige Helfer und Helferinnen natürlich von Junior-Mitgliedern, von Vereinsmitgliedern hier mithelfen. Also gesamt für das ganze Fest brauchen wir ungefähr 130 Helfer, dass wir überhaupt so etwas in dieser Grössenordnung durchführen können. Was ein weiterer Punkt ist natürlich Sponsoring. Sponsoring ist sehr gross geschrieben bei uns. Wie man sieht, es ist wetterabhängig. Und wir können so einen Anlass nur durchführen, kostendeckend, wenn wir die immense Vielfalt von Sponsoren überhaupt verpflichten oder überhaupt verpflichten für unser Fest. Die Motivation für so ein Fest, wie bringen wir die zustande? Motivation ist sehr hoch, und zwar ist die Motivation nicht nur beim OK natürlich sehr hoch, wo hier die ganze Zeit seit knapp einem Jahr hier mitarbeitet. Das ist ein Fest, das die Modellfluggruppe Willisau in Globo entschieden hat, dass wir das weiterziehen auf zwei Male, die wir es jetzt schon gemacht haben. Und Motivation einmal mehr ist einfach das Publikum, das wir haben, auch trotz schlechterer Bedingungen. Wir hatten so Top-Verhältnisse vor zwei Jahren. Die Leute kommen, das sind so viele Leute, die hier anwesend sind im Festgelände, die nichts mit Aviatik zu tun haben, die nichts mit Modellflügen zu tun haben, die einfach gerne schauen können, was Modellflügen überhaupt ist, wie es überhaupt funktioniert und eben das Modellflügen so erleben. Nicht so, wie man es sonst beim Volksmund hört, wo man noch gerne so davon redet, eben, wir machen so ein bisschen Spielereien. Du siehst selber die Flugzeuge, die hier sind, das sind Hightech-Geräte, grosser Teil. Das ist nicht mehr, kann man nicht mehr vergleichen wie mit den Techniken, die wir vor 15 oder 20 Jahren hatten. Das ist komplett eine andere Welt. Und das ist uns wichtig, dass wir auch transferieren können im Publikum, was unser Hobby überhaupt hier ist, dass wir die Akzeptanz steigern. Ich sage ja unter anderem natürlich auch in der Bevölkerung, dass unser Hobby das grössere Ansehen darf natürlich haben in der Gemeinde, in der ganzen Vereinsgeschichte oder der ganzen Vereinswelt von Willisau.
Es heisst Modellfluggruppe, aber wir haben ja hier auch Originalflugzeuge gesehen. Wie ist eure Verbindung zu der Originalflügerei? Die Verbindung in die Originalflügerei ist eigentlich sehr, sehr eng. Das heisst, wir haben sehr viele Piloten, auch Linienpiloten unter anderem, die natürlich früher mal Modellflogen sind, die mit einem kleinen Trainer angefangen haben und die ersten Versuche mit dieser Aviatik überhaupt auch gemacht haben und eigentlich über das Modellfliegen schlussendlich in die Grossflügerei reingekommen sind. Man sieht selber, wir haben bei uns zwei Fluglehrer, der Kunz Thomas und Alpusser Daniel, die ausgebildete Fluglehrer sind, die weiter jetzt eben Leute ausbilden auf Originalflüger. Wir haben sehr viele Piloten, Modellpiloten, die unter anderem eben auch das Prüfung gemacht haben. Also die wirklich jetzt auch mit einer grossen, mit den Sportflügern natürlich rumfliegen. Und von dem her ist die Verbindung sehr, sehr eng und wir haben das auch ein sehr gutes Einvernehmen mit den Piloten, die hier sind. Wir haben zum Teil sogar Meetings, wo wir dürfen auf den Originalflugplätzen mit dem Original zusammen fliegen. Und das zeigt sich einmal mehr, oder wir haben das x-mal gesehen, dass das ohne Probleme funktioniert. Mit Absprache von den Modellpiloten zu den Originalpiloten ist das also ohne Probleme machbar. Wir können miteinander eigentlich, obwohl wir ganz andere Sachen fliegen, denke, von der Größe her, können wir das super koordinieren. Sicherheit. Sicherheit ist ja sicher ein grosses Thema bei euch. Wie sieht das aus? Sind ihr da irgendjemandem gesetzlich unterstellt für die Show? Sicherheit im Modellflugsport ist ja so, wenn wir den Anlass hier mal anschauen, wir sind im Dachverband vom Aeroclub von der Schweiz mit dem Schweizerischen Modellflugverband in der Region 3, das ist in verschiedenen Regionen aufgeteilt. Es gibt für den Modellflug nicht so viele gesetzliche Gründe, also nicht so viele Gesetze, die wir endlich einhalten müssen. Was wir nicht dürfen, ist über bewohntem Gebiet fliegen. Das ist eins. Wir dürfen nur ein ganz spezielles Frequenzband überhaupt benutzen vom Modellflügen. Und das Modell darf maximal 30 Kilo sein. Wir haben ja Modelle, die schwerer sind als 30 Kilo. Und das geht schon wieder unter Grossflügerei. Das heisst, diese Modelle müssen speziell geprüft werden von einem Aviatik-Experten. Wie ein Originalflugzeug, wir haben auch eine Original-Immatrikulation. Also zu verstehen, das ist das HB-Strich und eine Nummer hinten dran. Die haben eine normale Immatrikulation in ein Grossflugzeug und werden auch separat versichert. Die Modellflug hier unten wäre nicht das Problem, sage ich mal. Was viel, viel mehr Aufwand gibt, ist die ganze Flügerei mit dem Original. Da sind wir unterstellt, natürlich im Bund, mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt, wo hier ganz klare Vorschriften gibt, wie die Platzbeschaffenheit muss sein, was wir für gesetzliche Grundlagen hier überhaupt einhalten müssen. Und dass wir überhaupt einmal bis ans Bundesamt für Zivilluftfahrt kommen, müssen wir die Verständnis selbstverständlich von sämtlichen Anstößen und Anstösser. Wir müssen alle vier Gemeinden, die das betrifft, also Willisau, Stadt und Land, Kooperation Willisau, es ist Gätnau und es ist Alberswil, wo wir hier tangieren. Müssen wir ein Einverständnis haben, vom Kanton müssen wir ein Einverständnis haben und schlussendlich, wenn diese Sachen alle zusammen klar sind, geht es weiter zum Bund und zum Schluss sage ich jetzt Bundesamt für Zivilluftfahrt. Das heisst, der Flugplatz ist offiziell eingetragen. Das ist, ich kann das Fachjargon nicht genau sagen, sogenanntes Notam, das rausgegeben wird. Also die anderen Flüger auf anderen Flugplätzen auch wissen, wir haben Flugbetrieb bis in eine vordefinierte Höhe mit Originalflügern und das darf nicht überflogen werden. Das Wetter macht nicht gerade so mit. Warum habt ihr da nicht ein Verschiebungsdatum? Das ist jetzt wieder eine Motivationsfrage. Das Wetter können wir nicht machen, mit dem leben wir einfach einmal. Und bis jetzt haben wir sehr viel Wetterglück, sage ich einmal, trotzdem schlechtes Wetter. Das Verschiebedatum ist so schwierig zu koordinieren. Wir haben, wie du gesehen hast, sehr viele Gastpiloten aus der ganzen Schweiz. Und das sind Showpiloten, die an verschiedenen Flugtagen natürlich auch teilnehmen. Und wenn ich die über zwei Wochen reservieren möchte, ist das fast nicht möglich. Das ist mal nur der Teil von der ganzen Modellflügerei. Bei den Original ist es noch viel extremer, weil die Piloten, die wir zum Teil haben, fliegen wirklich international als Showprogramm. Und wir können das nicht über zwei Wochenende verteilen, es ist fast nicht möglich. Und darum haben wir uns entschieden, wir möchten den Anlass an einem fix definierten Datum und ziehen ihn halt einfach durch. Und wenn es halt nicht so gut Wetter ist, wie wir es jetzt im Moment haben, siehst du selber, wir können fliegen, solange es nicht regnet, auch wenn es mudert und ein bisschen schlechter ist. Das ist ein Modellbauer, der geht halt nicht so schnell nach. Das ist, kann immer mal passieren, dass auch ein Modell runtergeht. Also folgendessen tun wir auch bei dem schlechten Wetter eigentlich weiterfliegen und probieren, in dem Publikum, das hier gekommen ist, ein bisschen Schau zu zeigen. Super, dass ihr das so durchzieht. Modellfluggruppe Willisau, wie gross ist die? Modellfluggruppe Willisau, die hat 70 Mitglieder im Moment. Davon sind von den 70 Mitgliedern knapp 50 Mitglieder sind alte Piloten, in Anführungs- und Schlusszeichen, also Piloten über 20 Jahre.
Und wir haben 19 Junior-Mitglieder im Moment. Das sind die, die jetzt ein separates Showprogramm hier im Publikum präsentieren. Die Junioren werden bei uns speziell gefördert. Also die kommen in ein Junior-Coaching, in dem wir sagen, dass da kommt eine sogenannte Götti bei uns, zwei Junioren, die von Anfang an bis am Schluss gut betreuen. Nicht, dass die das Handwerk vom Modellflügen so lernen wie wir vor 20 Jahren. Wir haben einfach den Flüger angelassen, sind probiert im Rossgasnoss, dann hat es gespritzt, dann haben wir geflickt, dann wieder probiert, dann wieder geflickt. Und das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck von unserem Verein, wo wir als Vorstand eigentlich auch den Sinn und Zweck von dem Modellflugruppen so verstehen. Wir probieren wirklich das Hobby weiterzuziehen. Auch Junioren können damit begeistern, dass wir den Nachwuchs natürlich auch gewährleisten können. Ich hoffe, wir werden die 70 Mitglieder weiterhin noch erhalten dürfen. Und das steht und fällt mit den Junioren. Das ist jedem Verein. Also haben ihr Nachwuchsprobleme in diesem technischen Metier nicht so ein Problem? Nachwuchsprobleme können wir im Moment gar nicht klagen. Nein, es ist so, dass wir seitdem wir Flying Days machen und dass die Leute wirklich auch hautnah an uns herkommen und sehen, was ist Modellbau, was heisst überhaupt Modellbau. Wir haben alle Jahre zwischen 2 bis 3 mindestens Junior-Mitglieder, die dazukommen, die wirklich einfach probieren, wenn sie gerne Modell fliegen. Was wir einfach Problematik haben, sind natürlich sehr viele begeistert im Alter, vielleicht von 7, 8, 9 Jahren. Und das ist einfach noch zu jung zum Modellfliegen anfangen. Da fehlt es an der Fertigkeit zum Bauen, da muss der Babi noch viel zu viel mithelfen. Und auch beim Steuern ist es von der motorischen Fähigkeit her nicht so optimal. Wir sagen so ab 4. 5. Klasse, also 5. Klasse frühestens, wo wir es eigentlich aufnehmen und von dort her auch fördern. Es gibt Ausnahmetalent, das haben wir in jedem Verein. Wir haben von der Familie Emenegger, ist der Pascal, der Jüngste, der hat glaube ich mit 7 angefangen. Dem haben wir eine Steuerung in die Finger gedrückt und der Bruder von ihm, der ist 3 Jahre älter, hat ihm gezeigt, wie es geht und der hat noch 3 Mal Preise gewusst, wie das funktioniert mit Fliegen. Es gibt auch hier Ausnahmen, die wir haben. Aber wie gesagt, ich kann gar nicht klagen im Moment über den Nachwuchs und es freut mich natürlich auch wirklich mit diesen Jungen hier ein sinnvolles Hobby zu betreiben. Thank you.
Rita Marbach, herzlichen Dank für die Ausführungen. Ich wünsche noch viel Glück und vor allem, dass der Petrus auch noch ein bisschen mitmacht. Peter, ich danke dir recht herzlich und genieß es noch mit uns. Danke. Danke. Thank you.
Oh, 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 oh